So werden die Setzlinge vereinzelt, ne? Kann man da hingucken? Ja. Nem kita sih dah sano dia sano pade ti. Eh bengak dia. Ya bengak kita berbentan talat pare ni. Das ist jetzt Reis, ne? Ja, Reis, ja. Die werden vereinzelt jetzt, ne? Ja. Ya, di bengak kita ya. Berbentan anu, talat pare ini. Em yang ada kepe. Apa tengkat? Tengkat kepe. Wani-wani. Ya, tahu. Ah, apa tengkat? Uang. Eh. Uang. Ah, sil. Geld. Ja, ja, ja. Dein Geld. Ja, bau nicht. Ndek semal. Ndek bene. Ya, iya. Kita-kita. Suasana ini. Ob du denn probieren willst, sagen die. Was denn Reis? Ja, Reis reinsetzen oder da in Schlamm stehen. Okay. Melz, Millenio Baang. Ich sehe schon gleich aus wie ein Butzchen. Ja, da sagt. Ja. So, auch schon zusammengebunden, wie die da. Und dann werden die dann vereinzelt in den größeren Feldern, da mit vielen Schlamm. Da ist auch schon, Linien sind auch schon da gezogen. Ja? Da merkt man, damit das dann so gleichmäßig, dann mit gleichmäßigen Stand, der Abstand. Aber wie viel du dir dann einsetzt bei einer Ding? Den ganzen Busch oder ne? Ja, schon den ganzen, ja, auf den ganzen Feld. Ne, ich meine, die tun dir das ja, Sommerbiene jetzt. Ne? Ja. Und das zusammengebunden wird dann da eingesetzt? Ja. Oder nochmal auseinander gemacht und dann wieder einzeln? Ja, so auf den größeren Feldern vereinzelt. Ja. Ja. Also wird es jetzt zusammengebunden? Ja. Und dann, dann wieder aufgebunden und dann einzeln eingesetzt? Ja. Sauber, ne? Ja, so ein bisschen sauber braucht man ja, eigentlich ja. Nicht. Ja. Das wird dann gleich reingesetzt. Ja. Heute noch? Nee. Kriegen die dafür Geld? Ja, sicher. Die werden dafür bezahlt. Ja. Mhm. Also ist nicht der Eichnisfeld? Nein. Da gibt es einen Boss dafür, also von dem Feld, der Besitzer, von dem großen Feld. Kriegen Geld vielleicht. Also die kriegen Geld, ich schätze mal so um die 60.000, 50.000 Rupias, ja, ungefähr 3 Euro. Für einen Tag? Für den Tag, ja. Normalerweise arbeiten die nur bis, also Halbtag, bis um 12 Uhr. Haben wir was arbeiten? Die sind abends auch müde. Was ist denn? Mal, die sind auch schon, da sind ja Linien auch durchgezogen. Wo? Hier.
Da sind Tomaten, ja? Da sind ja Tomaten da. So, gehen wir weiter? Wir machen Pause. Vielleicht, da gibt es das Essen. Oh, die Sana. Ja, da ist es, da ist es. Der Jalan kaki. Bagus ini. Acaranya gini, programnya bagus ini. Kayak begini. Tengah sawah. Schön, schöne Landschaft, weiß. Ja, machen wir Pause. Wir gehen dorthin. Da ist eine Hütte da hinten.
da kommt das Essen hin. Ayo, duluan dulu satu tunjukin jalannya biar dia jalan. Oke, Kemal, meet him. Ya, Kemal, Pause, Thomas. Da gibt's Mittagessen da mitten der Reiswälder. Pass auf, nicht aufs Feld runterfahren. Das ist schön, ja? Wahnsinn. Machen wir ein Foto. Picknick im Grünen. Ja. Das ist gut. Ja, da gibt es Essen für uns alle. Gut. Sehr schön. Super. Mitten gemacht. Der Reisfelder. Also das ist die Mama, ne? Von drüber. Ja, also die Köchin. Also mit dem Roller natürlich. Ach, das war der Roller da vorne? Ja. Ah. Okay. Ayo, kalau gitu kita makan sama-sama. Wow, das ist ja gutes Essen, typisch, ja, was typisches, ja. Endlich mal den Fisch. Ja, das ist was typisches von Lombok, ja. Da gibt es. Und jetzt? Ja, guck mal, da gibt es dann Fisch, Hühnchen, Satespiesen, ja. Da gibt es auch Crackers, ja. Ja. Das ist alles typisch, ja. Und da gibt es noch Kokosnuss, ja. Gut. Dabei, ja. Das sind bestimmt Eier. Nein, das ist Reis. Ah, Reis. Gut. Ja. Mach mal gut. Okay. Dann guten Appetit, ja.